Hallo und herzlich willkommen hier bei Sommelier TV. Mein Name ist Peter Dienig. Ich bin der Betreiber von dem Blog der Institute of Drinks. Und ja, ich habe auch heute wieder einen sehr interessanten Wein für euch. Also dranbleiben. So, willkommen zurück bei Sommelier TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie bereits erwähnt, haben wir heute wieder einen sehr interessanten Wein für wenig Geld. Und ja, schauen wir uns den einmal an. Das ist ein Blaufränkisch von Weingut Stehn aus dem burgenländischen Deutschkreuz, ist also aus dem Jahre 2011, hat 14 Volumensprozent und trägt den Beinamen Klassik. In der Nase typische Blaufränkischtöne. Wir haben, Waldbeeren, Wacholder, Schwarzbeeren. Es ist ein bisschen erdige Töne sind ebenso dabei. Ganz dezent im Hintergrund feuchte Erde. Etwas Ton, aber sehr schön ausbalanciert. Am Gaumen. In erster Linie natürlich fruchtbetont, wie wir es von Klassik erwarten würden. Kühle Fruchtstruktur, schön eingebundenes Tannin, erfrischende Säure. Vom Geschmackskorb würde ich sagen, ist Preiselbeeren sind dabei, merkt man deutlich. Und es ist ganz dezente Mineralik. Als Speisenbegleiter ist er sehr vielseitig einsetzbar, kann ich mir vorstellen. Zum Lebensgerichten mit kräftigen Soßen ebenso. Kann man es sicherlich auch einmal zu verschiedenen Wildgerichten versuchen. Eher leichteren, aber hat da sehr gutes Potenzial. Dafür, dass er eigentlich als Classic bezeichnet wird, hat man eigentlich bei Reserveweinen oft weniger Wein im Glas. Von dem her ist es eigentlich, ja, die Bezeichnung ist ihm nicht ganz gerecht, finde ich. Aber ein toller Wein für wenig Geld, sehr zu empfehlen, wie gesagt, vielseitiger Speisenbegleiter und natürlich auch einfach Genusswein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Ciao.